Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge F1 2018 mit dem Mike zusammen im Koop. Hallo. So, Mike hat immer noch Boxenfunkprobleme und mein Boxenfunk mit meiner eigenen Box habe ich zum Glück geklärt. Hoffentlich, glaube ich. Und wir starten im Rennen mit ganz, ganz wenig Regen. Ein bisschen Regen, ja. Oh, bin gespannt, Mann. Was das für eine Auswirkung haben wird. Hoffentlich nicht so. Also fahren wir auf Intermediates? Das weiß ich tatsächlich nicht. Wie wir rausfahren, also mit was wir starten. Es könnte beides sein. Ach, das ist doch scheiße. Hier ist aber erstmal davon aus, dass wir mit Trockenreifen starten. Das heißt, ich werde meine Reifen nicht verheizen, weil ich meine, wir hatten da drei Regentropfen und sind trotzdem mit Intermediate gestartet. Also das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich schon Trockenreifen starten werden. So, aber Leute, wir haben heute Großes vor, hier in Ungarn. Natürlich auch wieder die Strecke, natürlich habe ich noch nie mit Lenkrad gefahren, aber ich kenne sie und das ist das Gute. Nein, das wollte ich nicht. Nein, oh mein Gott. Nein, ich wollte keinen Boxenstopp. Das heißt, wir wollen in der Konstrukteursmeisterschaft auf Platz 1 kommen. Ich kann insgesamt auch auf Platz 1 kommen. Bin jetzt gerade Dritter. Wir sind auch in der Konstrukteursmeisterschaft auf Platz 3. Das klingt alles sehr vielversprechend. Ja. 14 Punkte in der Konstrukteur auf Platz 1. Uiuiui. Also Leute, wie gesagt, dank meinen Internetproblemen, die hoffentlich bald behoben sind, werde ich wenig reden. Wenn ihr bei mir vorbeischaut, lag ich sowieso nicht. Aber könnt natürlich super gerne trotzdem bei Jan gucken. Wir nehmen aus beiden Sichten auf. Der andere ist ja rechts beim I, hui. Ganz genau. Und Jan hat es ja schon gesagt. Wir haben Großes vor, Großes möglich. Ob wir es schaffen, weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall viel, viel möglich. Boah, da hat es gerade bei mir ganz kurz geleckt. Was war das denn? So, bitte freie Strecke. Gar nicht runtergeschalten. Oh, ups, da war einer hinter mir. Gar nicht gerafft gerade. Oh ne, jetzt muss ich Abstand zu dem Trottel lassen. Ist der mir jetzt draufgefahren? Ist das ein Ernst? Oh, das war nicht gut. War nicht gut. Okay, aber ich muss mich auf jeden Fall an die Strecke gewöhnen, auch wenn ich sie schon kenne aus letztem Jahr. Im Gegensatz zu Deutschland, zu Hockenheim. Ja, und du bist auch schon mit Lenkrad gefahren. Ja. Aber ich muss mich halt trotzdem erstmal ein bisschen gewöhnen. Wir haben nicht Zeit gefahren, wir haben nicht Training gefahren, wir haben gar nichts gemacht. Einfach rein ins kalte Wasser quasi. Aber wir sind noch eingefahren von Deutschland, obwohl wir da jetzt gerade über eine Stunde lang im Regen gefahren sind. Also Regen, das ist halt wieder eine andere Bedingung. Das ist wirklich was ganz anderes. Ah, ja, ja. Ja. Nee, ich bin voll weg von der Strecke gewesen. Alter, was mache ich hier? What the fuck? Ja, so ist geil! Ja, so ist geil. So, ich mach wieder eine langsamere Runde und dann nochmal eine schnelle und dann ab in die Box. Also meine schnelle war ja richtig erfolgreich. Sehr nicht. Alter, wie schlecht kann man sein? Also wären die Bots nicht so kacke, wäre ich safe letzter. Wie war das? Der Rundenrekord von Schumacher. War das 09 oder war das 19? 19. Der Rundenrekord war 19. Dann könnte ich den schon fast locker, ja, kann man locker machen. Also so schlecht wie ich gefahren bin, dass ich auf Platz 2 bin, habe ich mir zwar fast gedacht, aber es ist wie schon schnell bist du denn gefahren? 1:21:43.
Aber die sind ja auch noch keine anderen guten gefahren. Ja, Vettel. Ja, der ist ja nicht gut. Nee. Ist ein Platz hinter dir, hast du letztes Mal überholt. Oh! Bist du eigentlich Platz 5 oder bist du Platz 6? 5, schon seit längerem. Also ich bin schon seit 2-3 Rennen immer 5 da. Krieg's nicht hin, weiter vorzukommen, aber ja. So, jetzt geht's hier ab. Nochmal eine Runde, danach ab in die Box. Ich hatte gerade 1% Verlust und dann direkt 18. Ein Mercedes hat's, glaube ich, rausgehauen oder ein Force India. Naja, nicht Force India. Entweder Sirotkin oder so, ich weiß nicht, was die Alter, fahren. Alter, diese Kurve. Ich weiß, wo ich auf jeden Fall meine Zeit verliere. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt richtig Gas geben muss. Wieso? Zweiter Platz ist doch gut. Ja, du hast ja gesagt, es ist noch kein guter gefahren. Laut deiner Aussage ist noch kein guter gefahren. Doch, ich. War noch nicht mit einer guten Zeit. So ein Angeber wieder. Also ich verbessere mich gerade, zwar nur um eine halbe Sekunde oder so. Bisschen mehr, aber ich könnte locker eine Sekunde noch schneller fahren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es dreht mich. Mich hat auch beinahe gedreht. Alter, der wäre fast mich reingefahren. Zeit weggehauen. Super. Ja, ich hatte gerade lila Sektor. Gearscht. Mist. Okay, dann machen wir aber noch ne. 1.19.8. Was hat der Schumacher? 1.19.4? Weiß ich nicht. Ist ja egal, wir fahren jetzt 1.18, dann haben wir es, oder? Ja, ich könnte, also 1.19 tief kann ich auf jeden Fall gut schaffen. Wenn ich die zweite Kurve, die hier, die ich gerade fahre, wenn ich die gut mache, dann bin ich diese bestimmt eine noch schneller. Curb, fährst du Inlap? Ich fahre jetzt gerade eine Inlap, ja. Dieser eine Curb, der hat mich rausgedreht. Ich bin da drauf gefahren und zack, war ich weg. Dann bin ich noch auf die Strecke ein bisschen gerutscht, da hätte mich fast ein Renault weggerammt. Das war richtig close. Okay, eine schnelle jetzt nochmal hier. Und eine richtig schnelle bin ich bisher noch nie gefahren. Nur so eine halbwegs schnelle. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Boxenstopp. Boxenstopp. Hat's jetzt gehört, ja. Oh, ja, geil. Ja, auch erst beim zweiten Mal. Irgendwie will er nicht richtig. So, oh, Raikön und Van Dornen direkt close hinter mir in der Box. Waren ja zu dritt rein. Krass. Atemberaubend, was hier passiert. Der Wahnsinn. Ist so. Mein Handgelenk tut weh. Mal ein bisschen geschüttelt hier. Oh, ich will jetzt endlich mal. Also hier bitte nicht rausfliegen, wieder gut was abräumen. Ich will wieder eine Serie aufbauen. Wobei, zack, erster! Wie man auch wieder Singapur kommt, worauf ich natürlich eher weniger als mehr Lust habe. Ich glaube sogar als nächstes kommt, oder? Bin mir nicht sicher. Belgien ist nächste. Ne, stimmt, Belgien und danach Singapur, glaube ich. Das weiß ich nicht. Belgien weiß nur, ist das okay. Nächste Belgien. Weiß nicht, was wir letzte Saison in Belgien gefahren sind. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Oh, der Abstand ist echt. Bist du deine nächste schnelle Runde schon vorbei? Ja, ja. Ich fahre jetzt rein und dann gleich nochmal raus. Ich will wieder ordentlich fahren. Oh ja, es ist gerade keiner auf der Strecke. Ja, ich weiß, aber ich kann nicht so schnell. Bis ich reinfahren wieder rausfahren will, sind wahrscheinlich wieder alle da. Aber ja, eine schnelle ich will ich schnell. Immerhin noch. Ja, immerhin ich will eine. Auch. Du willst auch. Blau. Weil wenn ich die zweite Kurve, wenn ich die vernünftig fahre,
kann ich locker eine halbe Sekunde mindestens noch diese raushauen. Linkskurve da. Ja. Diese langgezogene lange, Linkskurve. Ja, die lange Linkskurve. Ja, ja, da bin ich auch immer voll weit rechts. Also da fahre ich die Ideallinie überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Aber wenn ich die besser fahre, bin ich mit Sicherheit mindestens eine halbe Sekunde noch schneller. Und dann keine größeren Fehler sonst. Dann habe ich bestimmt fast insgesamt nochmal eine Sekunde schneller, als ich bis jetzt gefahren bin. Ich glaube, das könnte ich echt schaffen. Die Box hat auch 80 km/h. Aber ich bin in so langgezogenen Kurven bin ich immer echt schlecht. Das ist so mein Nemesis. Alter, was hat er für Zuckungen, Alter? Der eine von der Box hat seinen Arm gerade so richtig gezuckt, Alter. The fuck. Oh, sollte. Also hier kann man auf jeden Fall zwei Box fahren, definitiv. Oh scheiße. Was machst du denn? Oh scheiße. Ich war gerade mehrmals ich fand es echt, an der Band. Ich liebe es, wenn du dann so oh. Das ist so witzig einfach. Ich liebe es, wenn du das mit Roboterstimme machst. Ja, oh. Oh, wir wohnen in der Ananas-Kassi. Ach, Leute. Leute, jetzt geht's los, mach richtig schnell. Oh no, wir sind schnell, Autos. Wieso sind denn hier das Autos? Weil die auch fahren wollen. Ah, das war schon mal nicht gut, aber... Stau. Wenn ich das hier gut mache, kann ich mich trotzdem noch verbessern. Ich mach aber das es aber sind gar nicht so viele draußen. Ich dachte, es sind jetzt viel mehr draußen. Ey, bitte oh, vor okay, dem... Bitte vor jetzt. Diesem Arschloch. Gib Gas, bitte. Mann, warum gibt der denn kein Gas? Jetzt ist der einfach vor mir. Fuck you. Safe bei meiner ersten Gezeiteten alle vor mir. Ich weiß nicht, wie man die fahren sollte. Ich auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, mich da zu verbessern. Ich bin jetzt ein ganz bisschen im Plus. Wegen einer crazy Aktion. Ich auf jeden Fall eigentlich viel zu schnell durch eine Kurve gefahren bin, aber es hat funktioniert irgendwie. Und diese eine links-rechts, da habe ich auch reingeschissen immer. Wenn ich die beiden besser fahre, dann knacke ich Schumachers Zeit. Mist, Mann. Oh, da hat er sich Platz 1 wieder zurückgeholt, aber ganz knapp. Platz 1 wieder zurückgeholt? Ja, ich war doch Erster. Echt? Hat er bei mir nicht angezeigt. Doch, hab ich dir vorhin sogar erzählt, Mann. Was? Ja, ich hab gesagt, oh, Erster, hab sogar noch einen Freundentanz hier gemacht. Ja, hab ich gar nicht mitbekommen. Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich meine Zeit jetzt gerade einfach nur verbessere. Nein. Ich war Erster, meine Zeit war 19,5. Du hast gerade 19,3 gefahren. Vorhin hattest du 19,7 oder so, glaube ich. Ja, kann gut sein. Ich fahre jetzt auf jeden Fall an die Box. Egal, wie es ausgeht. Damit starte ich immer mit guten Reifen. Das stimmt. Anderen war nämlich echt schon bei 11%, so bin ich bei 5 und 6, das ist auf jeden Fall. Also das zählt besser. Jetzt, ne? Die, was man, wenn ich jetzt eine gute Runde fahre, ja, dann zählen das, die. Ja. Wenn ich meine Zeit quasi einfach nur verbessere. Siehst du, jetzt habe ich diesen Arsch von Grosjean vor mir, Alter. Was will der eigentlich? Der kann nichts, guck ihn dir an! Das ist unglaublich, der hat mir gerade ungefähr 2000stel genommen. 2000stel ist aber echt wenig. Ja, trotzdem, wenn man hier die Zeit verbessern will, ist das schon viel. 1000stel ist nichts. Doch. Ja, aber du meinst entweder 200stel oder 2/10, eins von beiden, aber auf jeden Fall 2000stel kannst du gar nicht messen. Ja, dann 200stel. Alter! Das war die schnellste Runde.
Ich habe mir Platz 1 zurückgeholt, falls du es wieder nicht mitbekommen hast. Nee, wurde mir tatsächlich nicht angezeigt, weil ich gerade in die Box eingeschoben werde. 1.19.0. Alter. Ey, wenn der jetzt kommt, ne, Grosjean, dich halte ich auf, Alter. Krieg ich 5 Plätze Gridstrafe, da kenne ich überhaupt nichts. Übrigens, die Rekorde werden im Qualifying nicht gezählt, sondern das sind 10 nur Rennrunden. Ja, das ist halt nur so zum Spaß. Ja, ich weiß, aber nur... Ich habe mich gerade gewundert, dass wir da wirklich rankommen. Ich meine, klar, die Autos waren damals anders als jetzt, aber im Rennen, glaube ich, werden wir 1.19 ganz, ganz tief, glaube ich, nicht erreichen. So, du fährst jetzt auch rein, oder wie sieht's aus? Ja. Boxenstopp. So, wollen wir einen Cut machen? Boxenstopp! Ja, können wir. Okay, Cut. Boxenstopp. Jetzt gerade, wo du Boxenstopp sagst, lagst du plötzlich nicht mehr. Jetzt gerade im Cut. Na toll. Und du wurdest leiser. Ah, jetzt lagst du wieder. Sehr gut. Sehr gut. Alles wieder beim Alten. Sehr geil. Oh ja. Und du bist leise geworden. Oh ja. Hm. Was? Ja, nur ein bisschen, weil du so laut geklatscht hast. Man denkt sich, Teamspeak, ey, ist der laut. Den müssen wir direkt mal leise pegeln. Sehr gut. Ja, wenn du richtig reinschreist... Wenn man richtig reinschreit, dann wird man leiser. Alter, ich bin im zweiten Sektor. Schneller als du. Aber du bist im ersten und im dritten Sektor schneller als ich. Easy. Und wir sind jeweils in den jeweiligen Sektoren nicht unerheblich schneller, beziehungsweise langsamer als derjenige andere. Also ich bin wirklich schneller als du im zweiten Sektor, aber dafür bist du wirklich schneller im ersten und dritten Sektor als ich. Das sind diese zwei Sektoren mit den langgezogenen Kurven. Ich hasse langgezogene Kurve. Das ist doch richtig cool, weil dann am Start holst du mich fast ein, dann bist du im zweiten besser, holst mich ein, im dritten klebe ich dir wieder im Arsch, das passt doch. So will ich das sehen, Alter. So ist das richtig geil. Ich glaube, ich starte... Guck mal, jetzt lag ich wahrscheinlich nicht, oder? Hi. Ich lagge nicht, ich habe eine coole Stimme. Ah, ist das cool. Lagge ich wieder? Oh ja, jetzt geht's wieder hoch. Ah. Ja. Aber ich glaube, ich könnte sein, dass ich innen starte. Es könnte sein, dass ich jetzt irgendwie... Und dann mache ich wieder das Leben schwer. 5% Abnutzung habe ich bloß. Ich habe auch nur 5%. Du machst mir das Leben schwer. So Leute, weiter geht's. Ja, ich will mir das einfach das Leben schwer machen. Was ist denn mit dir? So, oh, was? Guck mal auf Bottas Platz 3. Vierter Hülkenberg. Fünfter Vettel. Raikön nur Platz 7. Hamilton ist aber gar nicht gefahren. 20. Der ist aber gar nicht gefahren. Der hat aber keinen Bock. Hab ich gar nicht nötig. Die überholen uns so eh in der Konstrukteur. Da hab ich ja keinen Bock mehr drauf, Alter. Bester Mann. Verstehe ich jetzt echt. Vor allem Alonso hat eine 5 Gridstrafe, ne? Er hat 5 Positionen Gridstrafe und ist 6. The fuck? Ich glaube, der hat sich aber dann nur da platziert. Der wird dann nochmal nach hinten geschoben. Ja, ja, hat, ich glaube schon, ja. Der ist 6. geworden, wird nach hinten geschoben. Nach hinten, glaube ich. Komm nochmal rein, trotzdem das Tuch, was ich gerade schon bei Deutschland hatte. Alter. Anstatt dass ich das eine wo wir beim Cut gemacht haben. Ja, ja, leck. Oh, wir standen mit Intermediate. Fick dich. 35 Runden. Oh, das wird wieder eine Taktik. Oh, warte, aber. Oh, shit. Hier ist schon beinahe was. Oh. Nee, ich wollte gerade. Aber ich mach's trotzdem, glaube ich. Ja, doch, ja. Ja. Ja, so eine Taktik sehen wir nach einer halben, ne? So eine Taktik haben wir ja, nee. Willst du mich verarschen? War das so? Dein Ernst. Wie fährst du es denn? Sag ich dir nicht, das ist meine Taktik. Ah, okay.
Und ich starte in. Fick. Was? Wie geil ist das denn? Sag ich nicht. Wie so ein kleines Kind. Junge, bin ich weggerutscht, Alter. Ja, was willst du eigentlich, wie er jetzt schon vor mir steht? So wird's in der ersten Runde ausgehen. Oh shit. Okay. Warum schon wieder Regen? Warum? Es ist so lächerlich. Kann ich dir leider nicht sagen, aber ich versuche meine Reifen warm zu machen. Ja. Ich seh's. Was denn? Wie geil! Wollt ihr vorbeilassen? Ja. Ja, ist so. Oh Gott! Ah! Aua! Jetzt habe ich noch grünere Reifen. Sind die jetzt mit Gras bedeckt? Ja. Ui, vielleicht kriege ich dann besser einen Start hin als du. Das ist das, was ich wollte. Ja, ich muss mir mal einen neuen kaufen. Neues Headset für den Boxenfunk. Alter, bist du langsam. Ich habe auf euch gewartet. Sehr vorbildlich. Puh! Ich wollte. Ja, richtig geil! Ja! Lass es mal wegboxen! Ah, geil! 0 km/h, alle werden. Hochstellen! Du willst es hochstellen? Ja, Hotlap halt. Hotlap stelle ich schon. Ich bin auf Hotlap gelassen, ich habe gar nichts verbraucht. Mega geil! Ja, mega geil! So, dann starten wir die Kamera neu. Einmal Synchro hier am Start. Ihr wisst Bescheid, Leute. Lieben Leidl. Junge, wie Hamilton jetzt aber letzter ist. So, der mit dem besseren Start. Ach, dadurch ist es also okay. Hülkenberg hat es einfach noch. Wir haben wieder Bock. F1 bringt einen durcheinander. Okay, viel Spaß, viel Glück. Danke. Ja. Wünsche ich dir auch. Boah, siehst du vorbei oder von nicht? Links und rechts attackiert. Ich habe Angst, ich fahre einfach geradeaus weiter. Oh, ich auch. Ey, du hältst mich voll auf. Ich muss abbremsen wegen dir. Was macht denn Hülkenberg, Alter? Alter, der woher kommt der? Der war doch irgendwie Siebter oder so. Nein, Mann, der war Dritter. Nein, Dritter war Bottas. Ja, Vierter meine ich. Echt jetzt? Ja, ja. Ich dachte, der wäre viel weiter hinten gewesen. Nee, der war Vierter vor. Ja, egal, ich habe ihn weggerammt, keine Ahnung. Sehr gut. Ich kenne überhaupt nichts. Bist du auf Fett gestartet? Nee. Ja, tschüss. Safety Car. Du wolltest es. Ja, ich weiß. Du hast es gecallt. Hä? Mann! Das ist deine Schuld, du wolltest es. Du hast es gesagt, du hast es bekommen. Wie viel da bist du? Es kann ja nicht zweimal hintereinander gut gehen. Nee, das ist echt lächerlich. Musst du an die Box, wie viel da bist du dann? Ja, letzter wahrscheinlich, ne? Ja. Hätte ich gar nicht fahren müssen. Was, alles weg, ne? Nee, nicht alles, aber. Aber als ob. Rot und gelb. Als ob da direkt ein Safety Car kommen würde. Und bei dir. Ist aber gut, ist für mich. Ja, bei manchen anderen Sachen nicht. Als ob man so langsam fahren muss. Okay, ich kann auf Mager und auf Dings und dann. Wartet mal bitte alle auf mich. Oh Mann, bei Regen muss ich gleich alle wieder überholen, Mann. Ja, stimmt, lol. Ärgert mich gerade richtig.
the fuck. Hi, Safety Car. Oh, fast eine Kollision. Aber nur fast. Aber diesmal, ich kann nicht von hinten gerammt werden vom bei Safety Car diesmal, ich weil schon. Ich der Letzte bin. Ich hoffe, der bleibt ein bisschen länger draußen, dass du einholst. Ich habe einen lila Sektor, okay. auch geil. Ja, das sollte ich schon schaffen mit dem Einholen. Ja, ich denke schon. Eine Runde bleibt er safe. Als ob wegen so einem Scheiß oder direkt. Du hast es echt gewollt, ne? Du hast es einfach provoziert. Du hast gesagt, du willst ein Safety Car. Einmal fliegst du raus, auch wenn es nur so leicht war. Naja, leicht. Mein Frontflügel ist kaputt gegangen. Ja, toll. Das passiert ja öfter mal bei uns. Boah, schon wieder die gleiche Stelle. Wieder kaputt? Nee. Zum Glück. Sonst hätte ich dich geboxt. Alter, da muss ich aufpassen. Da darf man nicht den Randstein berühren. Da zieht's einen echt weg. Komm, mach mal hin jetzt hier. Ja. Ich muss vorsichtig fahren. Kann doch nicht sein hier so langsam. Mensch. Machst du denn? Und ich habe nach einer Runde direkt neue Intermediates bekommen. So ist es geil, ja. War bitter nötig. Ach man, das regt mich jetzt schon wieder. Ich meine, es ist gut für mich, dass das Safety Car da ist, aber. Kannst du Hamilton? Kannst du mal ein bisschen begrüßen? Unterstützen da hinten. Tatsächlich, also Rodkin und Stroll sind letztens. Ja, ich sehe schon, der ist da auf Platz 18. Aber kannst du ihn ein bisschen begrüßen, ein bisschen mit überholen. Ey Mann, du hast doch einen Mercedes, warum fährst du so langsam, scheiß Safety Car, Alter? Nicht mal 200 kriegt er hin, Mensch. Oh, kehre zu deiner Position zurück. Was machst du? Nein! Hör doch auf! Was hast du wieder irgendwas abgefahren? Mir wurde was abgefahren. Ich stehe auf der Strecke, will die zurück überholen lassen, weil ich zu spät gesehen habe, dass die da vorne schon sind. Und dann stehe ich auf der Strecke und nicht, dass er irgendwie ganz normal an mir vorbei hätte fahren können, dass 100 Kilometer Platz. Nein, er fährt so 100? Dicht an mir vorbei, dass er meinen linken Frontflügel auf gelb fährt. Was ist das für ein Vogel? Sirotkin oder Stroll war das? Einer von beiden, ich töte jetzt die beide dadurch. Richtiger Assi. Ja, was soll das denn? Ja, Raikön hat mir den Reifen abgefahren, weil er so nah an mich ran ist und mit so einer, ja, so einer Geschwindigkeit. Was ist im Rennen passiert? Und das hier ist während des Safety Cars. Er hatte locker viel Platz, um einfach langsam dran zu bleiben. Der fährt weg. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Wir werden das Tempo des Feldes in Sektor 3 bestimmen. Behalte dein Delta im Auge. Behalte die Reifen auf. Alter, hat der viel Abstand. Ist er doof? Was stimmt mit Sirotkin nicht, frage ich mich gerade. Was ist denn mit Carsten los? Los geht's. Okay. Hülkenberg hinter mir. Eliminiert. Echt jetzt? Nein, nein. Ich bin vorbei. Lass uns eine Weile auf den Intermediates fahren. Dadurch haben wir aber ein bisschen Reifen eingespart für den Wechsel auf Trockenreifen. Als ob man vorher hätte wechseln müssen. Oh, ich bin hinter Hamilton. Den kannst du wegrammen. Ah, dann überhole ich gleich erstmal. Ja, du einfach Erster, ja? Ja. Und ich hole irgendwelche Punkte. Sodass du mich nicht überholst, weil ansonsten du überholst du mich. Wenn ich keine Punkte hole und du Erster wirst, bist du an mir vorbei, ja. Easy. Nein. Nee, ich hole auf jeden Fall Punkte. Das regnet aber auch nicht mehr, sagt mir gerade auch in Kürze wieder trocken. Ich sehe auch keinen Regen, also das, was noch da ist, ist halt noch da. Ich bin Darth Vader. Boah, das war aber. Uiuiui. Was ist hier passiert, Alter? Hamilton, du Sack.
Ich sag ja, den musst du eliminieren. Der hat mich beinahe eliminiert. Also der eliminiert mich mehr als... Boah, das ist ja alles hier... crazy. Ich wechsle bald auf trocken. Ich hoffe, dass es mir bald vorschlägt. Intermediates sind gerade nicht geil. Es ist nur noch ein bisschen nass halt. Aber Regnen, neuer Regen hätte kommt ich mal grad mein... nicht. Wobei, ne, wollte gerade was Schlaues sagen, aber das war nicht schlau. Neuer Regen kommt auf jeden Fall nicht. Wetterbericht. Wetterbericht. Man muss es immer zweimal sagen. Immer. Minimum. Was sagt also, er? Man muss es auch richtig, erst wenn man so richtig hasserfüllt sagt, antworten sie. Oh! Was sagt er? Van Dorne hat mich in die Wand gedrückt, sagt er. Echt jetzt? Was geht denn ab? Ich fahr voll scheiße. Alter, die wollten gerade zu zweit wieder überholen. Gasly und Hamilton nebeneinander und wir fahren zu dritt in eine Kurve bei Regen. Ich hab gerade eine Verwarnung bekommen, Streckengrenze überschritten. Die wollen mich hier alle töten gerade. Ups. Ich fahr richtig scheiße, aber wie viel da bist du? 15. Was hat er denn jetzt gesagt? Achso, ich konnte nicht hinhören, weil ich gerade in die Bank gedrückt wurde. Achso, Wetterbericht. Ich liebe es. Wetterbericht! Okay. Es soll noch ein bisschen fahren, aber es kommt kein neuer. Also wenn wir gleich neue Reifen bekommen, also es kommt über meinen Flügel nochmal gewechselt werden. Er sagt, es kommt kein Regen mehr, Intermediates passen gerade noch gut und ja, bald wechseln halt. Noch nicht, aber bald. Oh! Holy moly! Habe ich mir gerade meinen Flügel selber abgefahren, aber ich muss also wechseln. Das mache ich. Ich finde es das cool, dass Hülkenberg Raikön ein bisschen aufhält. Hülkenberg ist nämlich immer noch Zweiter. Weil sonst hätte mich Raikön wahrscheinlich schon aufgeholt. Aufgeholt, eingeholt. Aktuelle überholt. Behalten. Was hat er vorgeschlagen? Nochmal Intermediates. Ach so. Kann ich wegen meinem Frontflügel. Ja. Komm. Ich habe jetzt hier eine ganze Perlenkette vor mir. Aktivier DRS und dann rein damit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon fahren sollte. Ich fahre safe jetzt an der Box vorbei und dann schlägt er mir das vor. Aber ich fahre einfach vorbei. Ich wechsle nächste Runde. Danke, Hülkenberg, auf jeden Fall. Wenn ich gut fahren würde, wäre es noch besser. Aber er hilft mir auch so schon enorm. Mist, Mist, Mist! Bleib einfach am Leben. Du darfst dein Auto nicht kaputt machen. Kurve verpasst, als ich Sachen umgestellt habe. Mann, ey. Wechsel auf jeden Fall auf weiß. War durch. Oder versuche damit durchzufahren. Der Van Dorn ist so verrückt. Der ist so verrückt. Er tötet mich gleich noch. Gelbe Flagge. Ich bin fast raus wieder. Fast. Van Dorn steht gerade draußen, oder? Ja, offensichtlich. Ich sag ja, der ist verrückt. Der ist wieder mit mir in eine Kurve reingefahren. Ich habe nicht gesehen, dass wir uns berührt haben, aber offensichtlich ist da was passiert. Er fährt aber weiter. Ich glaube, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Würdest du den aktuellen
versucht. Ey, du bist so ein Wichser. Ist angekommen, bestätige. Oh, dieser Wichser, Mann. Ich bin an der Box vorbei, ich wollte noch reinfahren, aber ich konnte nicht früh genug bestätigen. Es fahren welche an die Box, ich fahre noch eine Runde. Du kannst auf jeden Fall jetzt an die Box, fahr jetzt ja, an die Box. Ich weiß. Dann fahre ich nächste. Wobei, ich verliere halt jetzt Abstand. Hab ich gar nicht drauf geachtet, was am. Oh. Wenn du in die Box fährst, achte mal drauf, wie schnell dein Auto fährt. 80. Scheiße, da habe ich jetzt ja nicht drauf geachtet. Fuck. Ah, doof. Hätte doch auf weiß bleiben sollen. Ich habe das angenommen, was er gesagt hat, dann wieder zurückgewechselt auf weiß. Und dann habe ich gesehen, verdammt, er hat mir nur einmal gelb vorgeschlagen. Er wollte, dass ich durchfahre mit gelb, aber wahrscheinlich einfach, weil das der normale. Das Normale halt quasi wäre, dass man nur einmal dann an die Box geht, aber ich kann mir gut vorstellen, weil wir jetzt so früh, dass einmal nur gelb, kann ich mir kaum vorstellen, dass das reicht. Ja, um jetzt geht's. Mich auch. Alter, ich habe einen komplett roten Frontflügel. Weswegen? Ich habe keinen, aber. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Jo. Achte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Alter, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich werde 0 Punkte bekommen. Ich habe mein Auto richtig gut unter Kontrolle. Ich habe es wieder richtig auf die Strecke gebracht. Das war richtig gut. Eigenlob stinkt, aber war richtig gut. Ich werde letzter werden. Ja, du musst halt auf weiß wechseln jetzt. Boxenstopp. Geh jetzt auf weiß, dann kannst du durchfahren. Ich weiß nicht, ob man auf gelb durchfahren kann, aber wenn du jetzt auf weiß gehst, kannst du auf jeden Fall durchfahren. Fuck, wurde ich da gedreht oder weswegen hat es mich das so rausgehauen? Das war für mich ganz okay. Ich bin jetzt auf gelb und er hat gesagt, noch einen Boxenstopp. Also geh du jetzt auf weiß, wenn du eh rein musst, dann kannst du wenigstens durchfahren. Vielleicht hast du da noch eine Chance. Das ist deine einzigste Möglichkeit wahrscheinlich. Ja. Wenn du weiß gut fährst, dann kannst du noch ein bisschen einholen und dadurch, dass du nicht mehr gehst, ein paar Plätze aufholen. Ich muss es erstmal zur Box schaffen, ey. Ich bin gerade mit dem kompletten roten Frontflügel so langsam. Scheiße. Durch meine eine Runde Intermediates habe ich natürlich Zeit verloren, wo die anderen schon auf anderen Reifen waren. Das muss ich jetzt wieder rausfahren. Wie vielter bist du? Erster. Aber ich hatte 10 Sekunden auf Hülkenberg und jetzt ist Raikön vor Hülkenberg. Und auf den habe ich nur noch 5 Sekunden. Also die Hälfte quasi. Was? Ich habe weiße Reifen eingestellt. Was gibt der mir? Lila. Lila? Was? Okay, oh, dann hast du verkackt. Mein Himmel, Alter. Dann hast du verkackt wahrscheinlich. Bist natürlich auf Lila jetzt ultra schnell im Vergleich zu den anderen, aber. Alter, ich habe weiß eingestellt. Jetzt habe ich auch noch hier einen Bug oder was? Ich habe eindeutig weiß eingestellt. Was soll das Lila denn? Lila ist jetzt komplett RIP einfach. Wie in Österreich einfach 100 Runden damit fahren. Bis sie wieder platzen. Ja, du könntest höchstens lila halt einfach, wenn du damit lange fährst. Aber das ist auch sehr unwahrscheinlich. Du musst wahrscheinlich lila-gelb fahren. Ja, und das ist hässlich. Ach man. Fahrer vor mir. Sekunden nur. Das ist ziemlich bescheuert, echt. Zweimal hintereinander kann es nie klappen. Wie viel Pech habe ich jetzt hier gerade wieder auf Ungarn? Zweimal hintereinander kann es nie klappen. Entweder du baust Scheiße oder ich baue Scheiße. Oder das Spiel baut Scheiße. Ja, aber hintereinander klappen, das geht nicht. Das ist absolut nicht möglich.
So, zwei lila Sektoren gefahren. Ich bin auch das Auto hinter dir, merke ich gerade. Ja, logischerweise bist du das Auto hinter mir. Ausgezeichnet, das ist eine neue Schnellsitzung.